Morgen. Jetzt starten wir nach Griechenland. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal von Via Tragger. Wir brechen auf zu neuen Abenteuern in ein Land, was ich zuvor noch nicht bereist habe. Die Rede ist von Griechenland. Obwohl Griechenland offiziell ja gar nicht Griechenland heißt, sondern Hellenische Republik, kurz Hellas. Ein Land voller Mythen und anschaulicher Geschichte. Ein Land, was doppelt so viele Sonnentage hat als Deutschland und wo die hellblaue Farbe, die man nicht nur auf der Länderflagge findet, sondern überall auf Griechenland nicht nur toll aussieht, sondern gleichzeitig die bösen Geister von einem fernhält. Zumindest sagen das die Griechen selbst und wir bauen darauf und verlassen somit entspannt das perfekte Panorama der Rastatte Tauernalm in Österreich und begeben uns zu unserem ersten Zwischenziel, Venedig.
Willkommen in Campiolo Ovest. So nennt sich diese Raststätte, wo wir uns hier aktuell befinden. Sie liegt in der Provinz Udine in Norditalien, an der A23 von Villach kommend. Und am Fuße der Alpen gelegen, bot sie uns hier eine tolle Aussicht. Und das bei bestem Wetter. Wir haben uns natürlich auch schon über die kommenden Tage informiert, was das Wetter betrifft. Und wir sollen wohl Glück behalten und mit einem dauerhaften Sonnenschein eine ruhige und entspannte Tour fahren können. Das werden wir allerdings nicht zu fünft, wie in der aktuellen Konstellation noch zu sehen. Denn in Fusina, der Hafen bei Venedig, warten zwei weitere Kollegen auf uns. Und dann werden wir anschließend die Reise nach Griechenland zu siebt fortsetzen. Nun geht es also weiter nach Fusina, wo am morgigen Sonntag die Fähre auf uns wartet. Was ihr hier seht, ist die verzweifelte Suche nach einem geeigneten Parkplatz für die Nacht und das möglichst mit sanitären Einrichtungen. Denn alle großen Tankstellen, die wir uns vorab auf Google schon ausgespäht hatten, waren restlos überfüllt. Unsere letzte Chance bestand also darin, ins Hafengelände direkt reinzukommen und uns schon auf Halte zu stellen. Denn im Hafen hätten wir mit Sicherheit Toiletten zur Verfügung gehabt. Allerdings mussten wir wieder umdrehen, da man uns erst am Folgetag 8 Uhr Einlass gewährte. So sind wir also wieder zu einer kleinen Tankstelle gefahren. Da hatten wir zwar auch keine Toiletten, aber wir hatten unsere Ruhe und fahren dann morgen bei Zeiten dafür in den Hafen. Trinkets on your eyelids, elusive long past our yesterday when we were kids. We didn't know it all. He's falling off the rooftop into a trampoline. Yesterday we were kids, we didn't know it all. If I'm not present this time, things will be fine when I'm well.
silver sea. Yesterday we were kids, didn't know it all. If I'm not present this time, things will be fine. Guten Morgen zu Tag 2 hier aus Fusina. Wie ihr gesehen habt, hatten wir noch einen entspannten Abend und haben auch schon die ersten Vorbereitungen für den heutigen Tag getroffen. Das Stichwort hierbei ist natürlich Corona, denn bevor du aufs Schiff drauf darfst, musst du einen Corona-Nachweis erbringen. Und dafür muss man sich auf einer App schon vorab registrieren. Wenn du geimpft bist, musst du anschließend nur die COV-App vorzeigen. Bist du es nicht, gibt es am Flughafen Venedig ein Testzentrum, wo du dir den notwendigen Test beschaffst. Auf jeden Fall brauchte man bei dieser App sehr, sehr gute Nerven, da sie sich permanent aufhängte. Ich glaube, es hat keiner unter 3 Versuchen geschafft. Bei mir selbst waren es 5, weil die Seite sich wie gesagt immer wieder aufgehangen hat. Aber wir haben es geschafft und machen uns jetzt gemeinsam auf den Weg ins Hafengelände. Morgen die Damen. Jetzt fahren wir mal zum Landfahrer und mal gucken, ob wir raufkommen oder ob wir zu Fuß gehen müssen. Das war auch cool, ne? Zu Fuß? Ja, schon. Wenn er es noch schafft, ja, denke ich, stehen die Chancen ganz gut. Ja, es ist so mit den alten Männern, die stehen immer spät auf, gehen spät ins Bett. Das ist, wenn man bis 12 Uhr Fernsehen guckt. Ja. Ja, hier, alles in die Reihe.
love. Embers drifting in the night, looking, wandering all the time. We seek a kingdom. This is not my skin and bone. The daylight will reconcile the dead and the gone. Let the kingdom come. Großteil der Schifffahrt haben wir jetzt hinter uns gelassen und konnten doch schon sehr viele Eindrücke für uns sammeln. Doch was jetzt kommt, schlägt noch einiges. Als wir zwischen dem griechischen Festland und der siebtgrößten Insel Griechenlands Korfu fuhren, wusste man wirklich nicht, was man sich als erstes anschauen soll. Die Aussicht in alle Richtungen war wirklich top. Das einzige Manko an diesem Tag war, dass Mirko seit Tagen Probleme mit dem Magen hatte, was uns natürlich zu denken gab. Doch glücklicherweise gab es sich im Laufe des Tages wieder und er fand zu alter Stärke zurück. Unser nächster Halt ist Igoumenitsa. Da musste René und Uwe mal kurz vom Schiff, da Passagiere, die hier raus wollten, tiefer im Schiff geparkt wurden. Sobald sie wieder drauf sind, geht es weiter zu unserem Zielhafen nach Patras. Thank you.
diesen BLS-Datei, die ihr auf dem Handy habt, und danach werdet ihr getestet. Jo, alles klar. Das was wir ausgefüllt haben, oder was? Genau, was ihr auf dem Handy ausgefüllt habt. Geschickt haben, nur ganz vorne an. Also das hätte ich sparen können, glaube ich, ne? Naja, das war. Das war nur Alibi, die müssen das irgendwie machen, weil die das verordnet gekriegt haben, aber die wissen wahrscheinlich selber, wie sinnlos das Ganze ist, aber die müssen das irgendwo machen. Wahrscheinlich. Also steht hier mal lang genug, ne? Ja. Das hätte jetzt bis da. Ihr habt es also gesehen. Beim Verlassen des Hafens wird man hier nochmals getestet, sofern man das Test nennen konnte. Zuerst verlangt man hier nach einem Barcode, welchen man beim Registrieren auf der App, die ich vorhin schon einmal erwähnt hatte, erhält. Danach kommt das Stäbchen. Doch hat man hier lediglich einen Abstrich vom Nasenflügel entnommen, weswegen mein Kollege hier richtigerweise von einer sogenannten Alibi-Aktion sprach. Es bedeutet aber auch, dass wir Griechenland endlich erreicht haben, worüber wir sehr froh sind, und fahren jetzt zu unserem für heute erklärten Ziel, dem Kanal von Korinth. Whoa.
Und wieder einmal heißt es Guten Morgen. Und diesmal vom berühmten Kanal von Korinth. Er wurde von 1881 bis 1893 in 12 Jahren Bauzeit unter der Aufsicht der beiden ungarischen Ingenieure István Tür und Bela Gerster erschaffen. Ihnen zu Ehren wurden die zwei Gedenktafeln am Kanal auf Ungarisch beschriftet. Der Kanal ist ca. 80 Meter hoch, hat 6.343 Meter Länge und ist ca. 24,6 Meter breit, welcher sich jedoch zum Grund hin auf 21 Meter verengt. Das größte Schiff, was sich jemals durch diesen Kanal gequetscht hat, ist die MS Bremer. Sie ist 164 Meter lang und hat eine Breite von 22,5 Meter und am Grund sogar nur 21 Meter. Zur Erinnerung, der Kanal ist in 8 Metern unter Wasser gerade einmal 21 Meter breit, um die Relation mal zu verstehen. 1944 wurde der Kanal durch die deutsche Wehrmacht teilweise zerstört und im Jahre 1946 bis 1948 wieder aufgebaut. Leider musste der Kanal bis heute noch mehrmals gesperrt werden, wegen Erdrutschen, wie derzeitig auch. Im Januar 2022 begannen dann die Renovierungsarbeiten und wir hoffen, der Kanal kann bald seinen Betrieb wieder aufnehmen. Die Brücke, auf der wir uns hier befinden, ist natürlich der Versuchermagnet schlechthin. Und vor der Brücke gibt es natürlich Souvenirshops, aber die meisten Touristen machen hier allerdings ihre Selfies, zum Beispiel mit dem Gesicht voll gegen die Sonne oder mal mit Kopf im Schatten. Und ab und an kommt auch mal ein brauchbares Bild mit rum. Dann gibt es natürlich Essen, Getränke, Kleidung oder Flaschenöffner und viele Sachen mehr. Und so schön wie es hier auch ist, müssen wir doch noch etwas tun und machen uns jetzt auf den Weg zu Harrys Truckstop. Thank God we're blessed with
Ein Traum von einem Tag. Die Temperaturen sind erträglich, die Sonne lacht und die Aussicht ist wirklich erstklassig. Es sind jetzt nur noch wenige Kilometer bis zu unserem heutigen Ziel. Bei Haris Truckstop endet dann Teil 1 von unserem Griechenland-Trip. Ich würde mich freuen, wenn ihr zu Teil 2 auch wieder einschaltet. Da sehen wir zum Beispiel den LKW von Sascha on the Road. Wer wissen will, wer er ist, schau gerne auf Instagram unter Sascha on the Road vorbei. Und dann machen wir uns auch auf den Weg nach Athen. Also schaltet wieder ein und bis dahin bleibt gesund. Prinzipiell ist es recht geil hier, wa? Ja, hier springen wir noch nie ein. Guck mal. Aber wenn jetzt. Also, wie sieht man das? Ja, hier, wenn jetzt in die Straße guckst, dann siehst du so ein bisschen Mauer. Riesenloch. Arme Schweine. Was für ein Ghetto sind wir denn hier gelandet? Ja, hier wolltet ihr her. Geil, das kommt genauso mit rein. Das kommt genauso mit rein. Das kommt genauso. Das fällt Arsch weg. Mein Ohr, Alter.